Jo, meine Freunde, seid mir gegrüßt. Willkommen zu Let's Play Lego Star Wars. Die komplette Saga. Episode 6, Kapitel 6. Rückkehr der Jedi-Ritter in den Todesstern. Ja, ein weiteres Mal werden wir uns dieser riesigen Raumstation stellen müssen. Mit dem Millennium Falcon. Dem legendären Millennium Falcon. Eines der coolsten Schiffe in ganz Star Wars, finde ich. Ah, scheiße, das ist übersprungen. Ja, das ist klar. Wie gesagt, die Rebellenflotte hat sich formiert und ja, Admiral Akbar und hat, wie gesagt, die Einheit auf Endor sollte eigentlich den Schutzschild aktivieren, aber ja, der Imperator hat das alles vorhergesehen und so geplant und ja, den Rebellen auf Endor hat der Bodentruhe auf Endor eine Falle gestellt und deswegen war die Schutzschild noch nicht deaktiviert und für die Flotte hat er natürlich seine eigene imperiale Flotte aufgestellt. Darunter den legendären Superstern, das würde ich glaube ich hier nicht sehen werden. Was haben wir hier eigentlich gemacht? Welche Saison? Legendäre Supersternzerstörer Executor. Ich glaube, wir müssen. Der in dieser Schlacht sozusagen zerstört wurde. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, wir müssen. Genau. Torpedos holen. Ja, warum wüssten die nicht? Damit hier diese Schutzschildgeneratoren der Fernsehführer zerstören. Dadurch sind ja denn, wenn die halt die Schutzschirme haben, sind die ja relativ hilflos, weil sie halt riesig und nicht allzu manövriert, nicht allzu wendig sind und so weiter. Ja, schick ihm auch mal einen Bomber oder? Warum wir jetzt wieder eine. Ah, da. Interceptor, diese kleinen, die Schutzschirme sind die. Kein Interceptor, also ja, leichte, schnelle Jäger, nicht mal an, keine Ahnung. Ah, da. Weiter vielleicht auch eventuell keine Ahnung, wie man das einordnen soll. Ein weiteres Schiff down. Ja. Okay.
Dann. Ja, der Superstärkerführer ist hier natürlich nicht dargestellt. Die sind alle normale Stärkerführer. Aber wie gesagt, im Film haben sie halt die Supersternzerstörer in volle Kanne angegriffen. Und der Falke hat die ursprüngliche Landung gehört. Gab es jetzt auch den Film Solo drüber. Solo eines Star Wars Story. Wo halt, ja, wir hatten den Aufgehalt, erzählt wie Landung, wie hat Solo halt zum Millennium Falcon gekommen ist. Also ursprünglich war ja an dieser Doppelspitze war ja noch ein Rettungsschatten dran, was in dem Film halt dann abgesprengt wurde und die wieder ersetzt wurde. Ah, okay, da wird nicht von. Nein. Okay, da können wir nicht rein. Wo ist denn weiter? Ah, okay, hier. Weil ich höre die einfach so ab. Bei diesem berühmten Kolossalflug, wie der Falke weniger als 12 Parsec gemacht hat, weil das natürlich Blödsinn ist, weil Parsec keine Zeitangabe sind. Parasekunden, sondern das ist eine Entfernungsangabe, ähnlich wie Lichtjahre. Aber mich interessiert das schon. Ja, genau, wie ganz hier, so ganz fies in der Ecke, genau, an den habe ich mich noch erinnert. Ich glaube, hier müsste wieder... Genau, hier ist wieder so ein Imperialschiffe. Hier ist jetzt der Kern, ja, der berühmte Kern. Zwei haben wir schon gesehen, die konnten wir nicht einsammeln. Was ist denn? Warum wackelt der denn hier immer so komisch? Mann, lass mich in Ruhe. Okay, der geht nicht auf. Lassen wir ihn. Aber ich habe keine
Kino her? Wo kriegt man vom Kino her? Der rote Stein! Damit haben wir ohne die Kopie, das jetzt. Wieso wir das nicht kaputt sind, weiß ich nicht, ist auch egal. Feuer. Okay, jetzt natürlich noch die Flucht. Ja, das ist auch eine super Perspektive natürlich. Ja, Nummer 6, sehr schön. Da müsste noch irgendwo einer sein. Nummer 7, okay. Jetzt fehlt eigentlich noch einer, ne? Ein bis zwei wissen ja noch, wo sie sind. Der wird ja irgendwo angezeigt, AG Nummer 8, also wir haben alle. Außer die zwei, die werden noch nicht holen können, die hinter den entsprechenden Türen sind. Und damit, mein Freund, ist die Story abgeschlossen. Jawohl, ja. Ein weiterer Todesstern vernichtet. Party. Und wieder in diesen Remaster-Fassungen. Die Masterfassung wurde ja noch erweitert durch mehr Feierszenen von anderen Planeten. War, und wie gesagt, der ursprüngliche Darsteller von Anakin Skywalker in dieser Geisterform wurde ersetzt durch den Darsteller aus den Episoden 2 und 3. Christian, keine Ahnung wie er hieß, noch irgendwie vergessen. Ja, wir haben jetzt 168, 170, 71 Millionen, 72 Millionen Stats. Der Teil des Scepter natürlich. 100 und 1 Legostein. Ja, 59 noch. Story beenden. Ja, tut mir leid, jetzt nicht vorgehabt. Vielleicht denke ich diesmal mal, wenn ich die mache. Wie lange habe ich überhaupt gebraucht, meine Freunde? 13 Minuten. Da könnten wir ja noch einmal ein blaues Ding suchen oder so. Ja, wie gesagt, Vader wird hier, also ja, da ist er. Also wenn ich jetzt, also eigentlich sind nur noch die Rüstung, die Körper lösen sich ja auch von den Jedi irgendwie so. Ja, wir hatten eine große Party und alles. Die Geister. Das war's. Developed by Traveler's Tales. Jo, dann machen wir mal ein Fazit, würde ich mal sagen. Diesmal gleich mal durchlaufen. Also, wie gesagt, sondern Star Wars, Lego Star Wars 2. Die klassische Saga war mein allererstes Lego-Spiel, also Lego-Spiel in dieser Form hier. Also, ja, eigentlich auch Lego-Videospiel überhaupt nicht, aber vorher hatte ich gar kein anderes Videospiel mit
Irgendwie mit Lego. Das war mein allererstes Lego-Videospiel. Weil ich war wieder Star Wars-Fan, sozusagen die erste Stunde. Ja, da habe ich, weil ich schon erzählt, damals, als die Wende halt kam, zu der Zeit hatten wir natürlich keinen Star Wars, ganz klar. Aber als die Wende dann kam und wie gesagt, die ersten Videotheken hier in der Nachbarschaft aufgemacht, habe ich nebenan halt so privat inne, so ein bisschen inne gemacht. Also als Nebi, ich glaube, der hat das nur als Nebenverdiener oder so gemacht, ich weiß es nicht genau. Und der hat natürlich auch Star Wars und hat mir das angeguckt von Twen der ersten Stunde sozusagen. Und darum habe ich mir das mal dann geholt. Ich habe auch viele andere Star Wars Computerspiele gespielt, hier die Super Star Wars Reihe. Ja, zugegeben auch nur mit Cheats durchspielen können, weil es auch teilweise sehr schwierig war. Die hier Rouge Quadron, die ganzen Spiele habe ich zum Teil gespielt. Nicht alle komplett durch, aber zum Teil. Und dann hier die Spiele zu Episode 1. Gab es ja auch so ein cooles Spiel. Das habe ich gespielt. Gab es sowohl für Computer als auch, glaube ich, für PS1 damals noch oder so. Und ja, zu 2 und 3, ja doch, zu 3 gab es auch noch eins, aber da habe ich nicht mehr gespielt, irgendwie keine Ahnung. Aber dann hier, wie gesagt, die ganze Lego Star Wars Reihe, wie gesagt, da fehlt mir noch Lego Star Wars 3 auf einer großen Konsole, weg mir vielleicht auch noch was zulegen, damit ich das auch noch für euch let's playen kann. Und Lego Star Wars Episode 7, für 7, 8 und 9 gibt es noch keinen, aber wird bald rauskommen. Dann habe ich gespielt natürlich The Force Unleashed Teil 1 und 2. Auch sehr coole Spiele, die halt ja ein bisschen Alternativstory zeigen und so weiter. Und ja, und gab es dann noch? Ja, wie gesagt, ich habe natürlich alle Filme geschaut, alle neuen Filme, die bis jetzt erschienen sind. Auch die, auch hier Rogue One, ne, was halt die Geschichte unmittelbar vor Episode 4 erzählt. Und wie gesagt, Solo, eine Star Wars Story, die halt noch ein bisschen früher spielt. So würde ich sagen, ungefähr, ja, so etwa 10 Jahre nach Episode 3 oder so. Würde ich sagen, ungefähr spielt die. Wie gesagt, Han Solo war noch sehr jung. Ne, also. Ja, wie gesagt, diese Ewok-Filme habe ich leider irgendwie nicht geschafft zu gucken. Keine Ahnung. Und ich habe, wie gesagt, die ganze Star Wars, Clone Wars Serie auf Video. Ja, die Rebels. Rebels habe ich nicht, müsste man vielleicht auch mal noch nachholen. Und ja, es gibt jetzt eine neue Realfilmserie, soweit ich weiß. The Mandalorian. Ja, den muss ich mir auch noch irgendwann mal reinziehen. Und dann gab es ja noch Videospiele, da habe ich noch nicht alle aufgelegt. Da gab es ja auch noch Lego Star Wars, Clone Wars, Republic Heroes, glaube ich, hieß das. Ja, das ist so eine Art, ja, ich weiß nicht, wie man dieses benennt. Ja, so Jump and Run Shooter mäßig so ein bisschen aus einer ganz merkwürdigen isometrischen Perspektive alles gehalten. Ja. Erzählt halt die Geschichte zwischen der Staffel 1 und 2 der Clone Wars Serie halt. Das ist so ein kleines Zwischending. Und ja, wie gesagt, ich habe diese Lego-Spiele von Anfang an auch sehr geliebt. Es ist sehr lustig, wie gesagt, hier in den älteren Spielen gab es halt noch keine Sprachausgabe. Ich weiß gar nicht, welches das erste Lego war. Ich weiß nicht, ob die bei den Superhelden oder ob es da irgendwelche Spiele, welche da schon Sprachausgabe und welche nicht. Das erste, was ich hatte mit Sprachausgabe, war halt Lego City Undercover. Das ist, wie gesagt, sehr lustig. Alles nicht ganz so ernst gemacht. Man spielt, ja, viele ikonische Szenen halt durch und wie gesagt, das freie Spiel, wo man halt wild die Charaktere wechseln kann, weil das ist richtig lustig, alles zu komplettieren, das macht immer viel Spaß, finde ich,
und die ganzen, ja, roten Steine, Sheets, wenn man so will, die man dann aktivieren kann, damit man das leichter hat. Ja, wie gesagt, die Spiele sind ist schon etwas älter natürlich. Ist heutzutage grafisch nicht mehr ganz aktuell. Wie gesagt, wir werden sehen. Wir sind jetzt so transparent. Hier ist die Lego-Stadt. Ja, wie gesagt, da gibt es noch die neue Stadt, die werden wir auch noch spielen. Ja, George, very special thanks, George Lucas. Der Erfinder von Star Wars. Ja, der hat ja sein Franchise verkauft. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Er hat es an Disney verkauft. Ja, was Disney daraus macht, wir werden sehen. Wie gesagt, die bringen meiner Meinung nach viel zu schnell die Filme aus. Ja, 2020 kam keiner raus wegen Corona und so weiter, aber ich weiß nicht, ob in dieses Jahr in 2021 einer rauskommen wird. Ich glaube, jetzt mal erstmal eine Pause, so ein neues, wie gesagt, die Skywalker-Story soll ja jetzt abgeschlossen sein. Werden wir kurz den Stein noch holen. Die Skywalker-Story soll ja jetzt abgeschlossen sein. Das heißt, wenn jetzt was kommt, entweder muss ich Dinge behandeln, die früher passiert sind oder später. Oder die halt mit den Skywalkers nur indirekt zu tun haben. Ja, da ist der unendliche Torpedos. Ja, ich werde mal gleich alles kaufen, was wir noch kaufen können. Warte mal, ich fange mal vorne an. Gronk, ja, was das bedeutet, kann ich euch nicht genau sagen. Gratis Geld gesperrt. Ach, Griff. Rest. Wir erst holen. Ja, was Superknaller macht, weiß ich auch nicht so genau. Okay. Dann werden wir auch alle Charaktere kaufen, die wir können. Die Fahrzeuge haben wir alle. R2Q5. Aha. Keine Ahnung, wo der hingehört. Ja, Yoda-Geist, Anakin Skywalker-Geist und Ben Kenobi-Geist. Das sind die Kopfgeldjäger. Ja, genau. Da wir jetzt alle Kopfgeldjäger haben, Akbar, können wir auch ein weiteres Ding durchspielen. Wespenwache. Java. Taskenräuber. Fett Junge, Lampoide, Jürgianer, Lama Su und A und W, Camino, Dexter Dexter, Matu, ah ja, Matu, genau, Königliche Wache, Captain Tapals, Lampoide und Donkampfdruide. Das war's, okay. Und hier. Alle. Dann haben wir alles gekauft. Ne, Moment, hier die goldenen Steine. Den ersten haben wir. Der hat glaube ich 75 gekostet. Okay, da müssen wir jetzt eigentlich alles haben. Story Clips, ich glaube, die muss man nicht kaufen, oder? Ja, gut, eigentlich brauchen wir nicht. Ja, ja, damit könnte man noch mehr cheaten, indem man sich halt bestimmt schon viel früher holt.
Okay, wir brauchen jetzt nicht mehr, weil die Episode ist lang, also der Part ist lang genug. Ja, also, wir werden jetzt anfangen mit dem Vervollständigen. Das haben wir schon. Oh, hier fehlt ja noch so viel bei Flug von der Kuh. Ja, dann machen wir hier weiter, nächstes Mal. Und drin haben wir schon gemacht. Bewohnung des Palastes, okay, und Saufmaul. Ja, hier machen wir dann weiter. Das ist, welche war denn das nochmal? Flug von der Buh, ja, ich glaube, ich weiß, ja. Okay, das hat man noch nicht fertig gemacht, naja, gut. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part, wa? Wenn wir den Anfang des Spiels vervollständigen. Dün.